Hallo und recht herzlich willkommen zu dieser Themenausgabe von Nestec TV. Mein Name ist Alexander Scharf und zu Gast haben wir heute aus der Produktserie von N-Computing den L300 Zero Client. Das ist auch unser Thema. Es geht um Desktop-Virtualisierung, Thin Clients, Zero Clients. Den Unterschied zwischen einem Zero Client wie diesem hier und einem Thin Client erklären wir heute in unserer Nest TV-Ausgabe. Zunächst beobachten wir die Installation und den Betrieb, den Praxiseinsatz dieser sogenannten N-Station. Die L300 ist das obere Modell aus dieser Produktpalette. Hier haben wir einige USB-Anschlüsse, Kopfhörer und Mikrofon, Monitor, Netzwerkanschluss. Die weiteren Produkte aus der Serie, etwa das U170 oder das X350, unterscheiden sich in erster Linie durch den Anschluss an den sogenannten Masterrechner. Die U170 wird über USB-Device direkt an den Master angeschlossen. Die X-Familie kommt mit einer eigenen separaten Steckkarte. Die L300 kann an das normale LAN an die Netzwerkverkabelung angeschlossen werden und bietet einen Zugriff direkt auf das Betriebssystem, welches auf dem Masterrechner installiert ist. Dort kommt auch noch die sogenannte vSpace-Software drauf, die den Desktop für diese Stationen zur Verfügung stellt. So können Sie einen Arbeitsplatz relativ einfach und sehr unaufwendig zwischen 10, 20, 30, 50 Mal zur Verfügung stellen. In allen Ausstattungsvarianten, sei es nun L-Serie oder U-Serie oder X-Serie, liegt den Produkten die vSpace-Software natürlich bei. Diese kann unter Windows, aber auch unter Linux-Systemen benutzt werden. Als Lieferant für das Betriebssystem, für meine Clients, können sowohl Windows- als auch Linux-Varianten dienen. Wir installieren hier auf einem Windows 2008 R2 in einer virtuellen Umgebung und führen die 64-Bit-Variante von vSpace in der aktuellen Version von Anfang März 2011 aus. Nach den klassischen Software-Hinweisen, etwa wie die Einstellungen der Firewall und lokaler Antiviren-Produkte zu lösen sind, beginnt bereits das Setup, welches im System einige Änderungen für den Multi-User-Zugriff vornimmt. Die lizenzrechtlichen Gegebenheiten oder Fordernisse, wie einzelne Services, wie etwa Terminal Services oder Client Access Licenses zu lizenzieren sind, finden Sie auf unserer Homepage bzw. auch im Detail auf der Homepage von Microsoft und auch N-Computing. In unserem Fall, also Active Directory und Windows 2008 Server, benötigen wir in der Gruppe der Remote User für die Domäne entsprechend die Benutzer. In anderen Versionen, Varianten von Microsoft Betriebssystemen wie dieses hier findet eine ähnliche Registrierung statt. Die Anforderungen der Hardware für den Lieferanten des Betriebssystems sind jetzt sehr abhängig, wie viele Access Devices, also wie viele Endstations, dass ich jetzt an meiner Maschine betreiben möchte. Bei einem Rechner kann durchaus der klassische Desktop-PC weiterhin verwendet werden. Für Multi-User-Umgebungen bis zu 30 Usern empfiehlt sich eine entsprechend starke Maschine. Die N-Computing vSpace-Software steht gleich nach dem Setup und einem kleinen Reboot zur Verfügung. Hier in dieser Konsole verwalte ich dann meine Stationen, die ich anhänge, die User, Bildschirmeinstellungen und vieles mehr. Die vSpace Management Konsole bietet generelle Einstellungen, um zum Beispiel Hot Standby Lösungen fix zu implementieren. Zudem gibt es Einstellungen, etwa ob die USB-Geräte, die auf diesem Betriebssystembereitsteller angeschlossen sind, auch für die Clients zur Verfügung stehen oder ob die Videobeschleunigung für Vollbit-Video-Streams auf den Clients zur Verfügung steht.
Wie jetzt gut zu sehen war, ist eine solche Multi-User-Umgebung in wirklich sehr kurzer Zeit realisiert. Das ermöglicht es mir zum Beispiel, für Ferialpraktikanten sehr kurzfristig entsprechend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Mit all den Funktionalitäten, die auch auf dem Master, dem System, auf dem die WISBES läuft, bereitstehen. Sei es jetzt Microsoft-Applikationen, der Browser oder verschiedene andere Lösungen. Der Vorteil eines solches Zero-Client-Devices ist natürlich neben dem extrem geringen Stromverbrauch von nur 3 bis 5 Watt auch unter anderem, dass dieses Gerät ohne aktive Belüftung auskommt. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel in Werkstätten, staub- oder schmutzträchtigen Umgebungen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und diese nicht permanent wegen der Umwelteinflüsse tauschen müssen. Sehen wir uns nun an, wie in der Praxis ein solches N-Computing L300-Device funktioniert. Wir präsentieren Ihnen nun in einem Live-Mitschnitt, direkt gefilmt auf den Monitor als solches, wie der Client aktiviert wird und wie man damit arbeiten kann. Wir haben unsere vSpace-Software am Server aufgesetzt und ein L300 Access Device mit der Peripherie verbunden. Wir benutzen ein USB-Keyboard und eine Funkmaus von Logitech. Ebenso wurde das Gerät mit dem Monitor und der LAN-Verbindung erweitert. Wir sehen nun die entsprechenden Server, die über vSpace-Software zur Verfügung stehen. Wenn Sie mehr als einen Server vSpace-Umgebung haben, so können Sie hier zwischen den Systemen auswählen. Oder Sie stellen auf der vSpace Management Konsole entsprechend die Autolog-On-Daten ein. Melden wir uns also an diesem Server an. Wir erhalten den klassischen Windows Logon Screen. Geben unsere User-Daten ein, die wir in der Domäne haben, und sehen, weil wir Windows 7 Desktop Usability eingestellt haben, entsprechend diese Aufbereitung als Windows 7 Screen. Der am PC integrierte Lautsprecher sollte uns an und für sich auch akustische Signale liefern. Wir haben die klassischen Oberflächen und Funktionalitäten. Versuchen wir gleich, unsere Funktionen, unseren neuen L300 mit dem allseits beliebten YouTube. Und sehen wir uns das Video, das offizielle, von N-Computing an. Qualität und Geschwindigkeit als auch Lautstärke optimiert dargestellt. Ebenfalls funktioniert die Darstellung natürlich im Vollbildmodus. Ohne Flicker und ohne sonstige Bilddrops. Natürlich stehen auch alle anderen Funktionalitäten zur Verfügung. Sei es Softwareoberfläche, klassische Applikationen und vieles andere mehr. Und das natürlich auf entsprechend ausgerüsteten Sims bis zu 30 User gleichzeitig. Zum Beenden des ganzen Systems haben wir einfach die gewohnte Ausschaltoption und der Terminal steht wieder für eine weitere Sitzung zur Verfügung. Sie sehen, der Unterschied zu einem vollwertigen Desktop-Arbeitsplatz ist marginal. Dazu im Vergleich die TCO-Kosten und die Arbeitsaufwendungen, die getroffen werden müssen, um einen solchen vollwertigen PC-Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Hier ist die Kluft sehr groß. Daher bietet sich für sehr viele Szenarien die N-Station als
Ersatz für Arbeitsstationen und Workstations an. Sei es in Schulen, sei es für Seminare oder etwa um Messeaufbauten zu realisieren. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Unterlagen, Prospekte oder Preise benötigen, so finden Sie diese auf unserer Homepage unter www.nestec.at. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch unsere weiteren Videocasts zu allgemeinen Themen oder den Newscasts besuchen würden.